Hallo und willkommen bei einem weiteren YouTube-Video. Mein Name ist Ulf Tausing und heute soll es den dritten Teil geben zum Thema Bildformate, Aufnahmeformate. In den ersten beiden Videos ist es darum gegangen, dass es vielleicht nicht ganz egal ist, welches Bild- und Aufnahmeformat man überhaupt verwendet. Im zweiten Teil habe ich dann so meine Gedanken gegeben, dass es doch meistens sinnvoller ist, es bereits so gut es geht zumindest bei der Aufnahme schon zu richten und nicht nachträglich erst bei der Bildbearbeitung. Heute im dritten Teil möchte ich aber trotzdem ein paar Gründe liefern, warum es vielleicht doch manchmal sinnvoll ist, dass man erst im Nachhinein überhaupt beschneidet, beziehungsweise dass man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Raum lässt bei der Aufnahme schon und eben erst in der Nachbereitung dann ganz gezielt setzt, wie denn überhaupt das ganze Bildformat ausschauen soll. Grund Nummer 1, ich muss schnell ein Foto machen, bin aber zu weit weg oder habe das falsche Objektiv drauf. Naja, das ist immer noch besser, ich mache ein Foto, wo die Person oder das Motiv einfach zu klein drauf ist und beschneide es erst im Nachhinein, als, na ganz logisch, ihr hättet überhaupt kein Foto. Ja, also dann macht es durchaus Sinn, einmal abzudrücken und halt im Nachhinein erst das Bild zu beschneiden. Grund Nummer 2, warum man vielleicht doch ein bisschen mehr Raum lassen sollte, ist, wenn man entweder vielleicht noch Anfänger ist oder wenn es ein besonders wichtiges Motiv ist, wo man keine zweite Chance hat. Dann ist es vielleicht wirklich besser, man lässt ein bisschen mehr Raum und ja, tut im Nachhinein zu beschneiden. Das ist zwar nicht ideal, aber es kann vielleicht passieren, dass man sonst mit anderen Dingen beschäftigt ist und erst nachträglich draufkommt, verdammt, jetzt habe ich irgendwo vielleicht eine Hand oder irgendwas abgeschnitten. Das heißt, besser wäre es in dem Fall zwar natürlich, die Übersicht vorher dann zu behalten, aber naja, was soll man sagen, man ist nicht perfekt. Vielleicht macht es in dem Fall wirklich Sinn, ein bisschen mehr Spazi zu lassen, wie man in Österreich so schön sagt, und dann nachträglich das Bild perfekt zu beschneiden. Der dritte Grund, warum es jetzt wirklich technisch absolut Sinn macht, erst nachträglich zu beschneiden, wäre, wenn ich eine größere Schärfentiefe haben möchte. Besonders im Makrobereich kennt man das vielleicht. Ich möchte, dass im Makrobereich trotzdem mehr scharf ist und das ist gar nicht so einfach, weil ihr kennt es vielleicht, selbst wenn man dann Blende 16 oder wirklich sehr geschlossene Blenden verwendet, ist die Schärfentiefe nur sehr, sehr gering. Wir wissen, die Schärfentiefe hängt eben nicht nur von der Blende ab, sondern auch und vor allem vom Abbildungsmaßstab. Das heißt, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, ist also automatisch mehr scharf und wenn ich das eben möchte, bewusst von der Bildwirkung, dass eben mehr scharf ist und ich nicht weiter abblenden kann, dann kann ich auch ein bisschen weiter weggehen und nachträglich beschneiden. Ja, es ist schon so, dass wir natürlich dann an Auflösung und Details verlieren, aber diese hochauflösenden Kameras heutzutage geben mir natürlich ein bisschen mehr Raum, als das vielleicht noch früher war. Und wenn sich die Bildwirkung anders nicht erreichen lässt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diesen Schritt zu wählen. Der vierte Grund, warum es vielleicht Sinn macht, während der Aufnahme ein bisschen mehr Raum zu lassen, als das eigentliche Motiv zum Schluss sein sollte, ja, das wäre, wenn ich von vornherein schon weiß, dass ich in der Nachbereitung diesen Raum brauche. Klingt kompliziert, ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, ich mache Architekturaufnahme und ich kann nur von unten hinauf fotografieren und wir haben deswegen stürzende Linien. Das ist per se einmal nichts Schlechtes, aber manchmal möchte man diese stürzenden Linien nicht haben, lassen sich aber eben in der Aufnahme nicht ideal beheben und dann muss ich in der Nachbereitung eben diese stürzenden Linien versuchen auszugleichen. Und da weiß ich von vornherein, dann brauche ich leider etwas mehr Spielraum, weil durch diese Verzerrung oder Entzerrung in dem Fall sich das Ganze eben verändern wird. Das heißt, es gibt einfach Möglichkeiten, wo ich sage, in der Nachbereitung brauche ich ein bisschen mehr Rand drumherum und dann macht es natürlich Sinn, von vornherein ein bisschen mehr drauf zu lassen. Das ist dann einfach einfacher, als wenn wir erst dann irgendwie künstlich vielleicht den Hintergrund erweitern müssten. Hier macht es also technisch auf jeden Fall Sinn. Und der fünfte Grund, warum es Sinn macht, erst nachträglich etwas zu beschneiden, ja, der ist ganz, ganz simpel. Und zwar ganz einfach dann, wenn wir ein Ausgabeformat haben möchten, das so direkt bei der Aufnahme nicht möglich zu erreichen wäre. Kleines Beispiel, wir haben einen 3:2 Sensor, also einen Sensor, der im Format 3:2 aufnimmt und wir möchten aber gern ein Bild im 16:9 Format. Ja, wie sollte ich es machen, wenn nicht nachher in der Bildbearbeitung nachher zu beschneiden? Ja, dann kommen vielleicht noch die Einwürfe, ich kann es doch schon bei der Kamera einstellen, aber auch da passiert nichts anderes. Auch dort wird ja das Sensorformat als Ausgangsbasis genommen und dann beschneidet die Kamera das halt automatisch, aber das macht in Wahrheit keinen Unterschied. Trotzdem, der wichtige Tipp ist, versucht es immer so nah als möglich dem Endformat das Ganze zu machen. Also macht kein Hochformatbild und schneidet nachher ein Querformatbild raus. Das sollte in den anderen Videos deutlich erklärt sein, warum das überhaupt keinen Sinn macht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch einige Tipps geben können, wann es Sinn macht, vielleicht
doch nachträglich zu beschneiden, wann es aber auch keinen Sinn macht, nachher zu beschneiden, sondern das Aufnahmeformat schon richtig zu wählen. Schaut euch dazu auf jeden Fall auch die anderen beiden Videos an, weil da sollten euch dann wirklich einige Sachen klar werden und ich hoffe auch dabei helfen, in Zukunft noch bewusster bessere Fotos zu schießen. Abonniert gerne unseren Kanal, außerdem freuen wir uns natürlich sehr über ein Like, auch über einen Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns wieder nächste Woche, dann gibt es nämlich wieder ein neues YouTube-Video.